Ja. Und was jetzt die größten Tipps sind, um überhaupt mit Networking anzufangen? Ja, okay. Hallo sagen hilft. Wirklich? Also auf Events einfach mal Hallo zu sagen, weil die Leute überlegen, die Leute machen sich bescheuert und sagen, oh, den würde ich ja gerne mal kennenlernen, aber was soll ich denn sagen und so weiter. Und dann denke ich immer so, da ist doch schon zu viel, du sollst gar nichts sagen. Du sollst Hallo sagen und sagst einfach, und wie geht's so, was macht ihr so? Und dann fängt der andere erstmal an zu reden. Also ich persönlich bin immer ein Riesenfreund vom Zuhören, weil A fühlt derjenige sich gewertschätzt, weil wenn jemand zu mir kommt auf einer Veranstaltung und labert mich 10 Minuten voll, ich kann das verstehen und nachvollziehen, aber irgendwie denke ich so, ich könnte auch gerade was Schöneres machen. Ne? Viel besser wäre, wenn der mich irgendwas fragen würde und ich könnte irgendwas erzählen. Dann wäre es natürlich für ihn auch viel, viel lehrreicher, als wenn er mir das erzählt, was er ja eh schon weiß und hat nichts gelernt nach den 10 Minuten. Ne? Und ich fühle mich auch gebauchpinselter, wenn er mich fragt und ja, du machst das ja ganz toll und wie hast du das alles so gemacht und so weiter. Dann will ich wahrscheinlich sogar mit dem in Kontakt bleiben im Zweifel. Ne? Aber generell, ich werde oft gefragt, ja, wo kann man Leute kennenlernen und so weiter. Ich halte viel davon, auch online was zu machen. Also ich hab selber auf OpenBC angefangen und das wurde später in Xing umbenannt. Und dann gibt es ja Facebook und LinkedIn und all solche Sachen. Man kann toll virtuelle Kontakte, finde ich, so mal anbahnen, einfach nur mal mal so ein Eisen ins Feuer legen und mal Hallo sagen. Und dann vielleicht auch ein bisschen Content-Strategie fahren, über die Plattform einfach mal so ein bisschen was von sich preiszugeben, mal ein Video online zu stellen, mal ein Bild hochzuladen, mal irgendwie einen Text hochzuladen oder mal ein Statement, damit die Leute mal so ungefähr in deinen Kopf gucken können. Man bleibt ja am Anfang gerne so ein bisschen auf Abstand. Und wenn man dann mal sagt, Mensch, sind Sie zufällig auch auf dem Event oder ich bin gerade in Ihrer Gegend, darf ich mal Hallo sagen oder so, ne? Das fand ich persönlich immer sehr, 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 sehr hilfreich. Ja. Aber sag mal, das ist doch auch eine Treppe, oder nicht? Ist das nicht auch, dass man an, ich meine, man kommt ja nicht aus der Ausbildung und sagt so, ab heute berate ich nur noch die Militärs dieser Welt, Nein, das sondern man geht ja die erste Stufe und berät mal einen kleinen Kunden und der empfiehlt dann vielleicht auch weiter an einen mittleren und irgendwann kennt vielleicht ein sehr weit hoher, ein ganz, ganz weit oben. Es ist so sehr gut beschrieben.